Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank für Wohnmobil, Boot, 12 und 24 Volt Betreiber ab Batterie. Ich habe hier eine Batterie, komme ich nachher dazu. Und dieser Kühlschrank gibt es Standard rechts angeschlagen. Man kann den umbauen, also dass die Türe so rum rauf geht. Und speziell an diesem Kühlschrank ist, er besitzt kein Eisfach. Das heißt, ihr könnt keine Tiefkühlware darin lagern. Normalerweise gibt es so ein kleines Eisfach beim Standard, beim 106N normal, ist hier oben ein Eisfach vorhanden. Nur sehr viele Camper und auch Bootsbesitzer, die sagen, wie viel mal, ich gehe einen Wochenendtrip, ich habe keine Tiefkühlkost. Wenn ich dann mal länger gehe, gibt es die Alternative, irgendwo im Kofferraum oder in der Bilge unten eine Tiefkühlbox hinzustellen, da richtig tief zu kühlen. Da verlinke ich euch natürlich hier in der Endcard eine Tiefkühlbox. Was auch speziell ist an diesem Thermostat, an diesem Kühlschrank, er besitzt einen externen Thermostat. Wir liefern das mit 1,5 Meter Kabel aus, Standard, und diesen Thermostat kann man dann irgendwo in der Nähe montieren. Und wir sehen hier natürlich ganz klar sofort die Temperatur, 3,3 Grad. Wir können hier über den Einschaltknopf lange drücken, 5 Sekunden ist relativ lang, dann geht der Thermostat aus, beziehungsweise natürlich auch der Kühlschrank. Wir haben dann nur noch so ein ganz kleines Lämpchen hier unten. Und wenn wir wieder lang drücken, können wir den Kühlschrank einschalten. Auch als Kindersicherung lange. Wenn ich natürlich den Kühlschrank jetzt hier aufmache, steigt die Temperatur. Und über die Taste Set, zweimal drücken, erscheint die Wunschtemperatur 5 Grad. Und das kann ich mit dieser Taste hier runterstellen auf 4,5. Oder ich gehe noch weiter runter auf 0 Grad. Theoretisch kann ich sogar auf unter 0 drehen, aber das macht hier dann wirklich keinen Sinn. Ja, jetzt geht er zurück hier. Und dann springt der Kompressor an, ich höre das hier und er zeigt dann auch die Innentemperatur wieder an, 3,8 Grad. Und wir sehen am Datenblatt den Stromverbrauch. Wir haben hier auf dem Datenblatt, das ist der neue Katalog, den verlinke ich euch auch unten, 2021. Der Kühlschrank hat 133 Liter Inhalt. Das ist natürlich ohne Tiefkühlfach, durch das haben wir hier sehr viel Volumen. Ein Absorberkühlschrank in einem Wohnmobil liegt bei 100 Liter bei der gleichen Größe. Wir haben ein elektrischer, maximale Leistungsaufnahme sind 70 Watt. 70 Watt sagt ja eigentlich nicht viel aus, sondern 70 Watt ist das, was der Kühlschrank spitze leisten könnte. Das heißt, wenn ich ein Auto kaufe mit 150 PS, dann fahre ich den Motor auch nie an 150 PS. Ich könnte. Und hier haben wir den Energieverbrauch. Bei 5 Grad innen und 25 Grad außen braucht dieser Kühlschrank 12 Wattstunden. Pro Stunde eigentlich. Und wenn ich dann die hier diese Batterie habe, das ist eine 100 Ampere Batterie mit 1280 Wattstunden Kapazität. Wir sehen das hier auf dem Datenblatt, das verlinke ich euch unten. Wir haben 12,8 Volt, 100 Ampere Stunden Kapazität und 1280 Wattstunden Inhalt. Wenn der Kühlschrank jetzt bei 25 Grad, im Sommer haben wir ein bisschen mehr,
laufen lassen. Bei 25 Grad braucht er 12 Watt. So läuft dieser Kühlschrank mit dieser Batterie 100 Stunden. Bei dieser Batterie, das ist eine Lithium-Batterie, das ist heute Standard der Technik. Etwas anderes würde ich heute gar nicht mehr einbauen, weil eine Bleibatterie hat eine Lebensdauer von 300 Zyklen und hier reden wir über 3000 Zyklen. Ich habe dann auch das App von der Batterie. Wir sehen hier, der Stromverbrauch von diesem Kühlschrank ist 3 Ampere. Jetzt in diesem Zustand 3 Ampere mal 12 sind dann 36 Watt. Er zieht also jetzt die Hälfte von dem, was im Datenblatt aufgeschrieben ist. Wenn ich wieder zum Thermostaten gehe und ich drücke hier Set zweimal, jetzt haben wir minus 2,4 eingestellt, das ist zu viel oder zu tief. Wir gehen hier hoch auf 5 Grad. 4 Grad, 5 Grad und wir gehen über die Taste zurück, dann sehen wir hier, ging der Strom von den 3 Ampere zurück auf 0. Also wir sehen auf der Batterie natürlich auch, was dieser Kühlschrank braucht. Ich mache euch ein Video, verlinke ich euch hier in der Endcard, über diesen Thermostaten, den Standard gibt als Option. Wir können jetzt das hier, das ist nicht irgendwie eine Sonderanfertigung. Ne, das ist eine Sonderanfertigung, ist aber mittlerweile Standard. Standard, den Digitalthermostaten. Die Option hier, Digitalthermostat so verdrahtet, kostet 120 Franken. 120 Euro mehr Preis, also ihr könnt das bei uns bestellen, Mail schreiben, wenn ihr es im Shop nicht findet. Ich habe da nicht so mit dem Internet. Von dem her, die Option 120 Franken plus die 106, das sind dann 1026 Franken in Deutschland Euro, weil wir haben da 19% Mehrwertsteuer. Kühlschrank ist so in der Woche in der Regel verfügbar. Hier die Einstellung, wie ich den Thermostat bediene, einstellen kann. Hier unsere Kühlbox als Alternative. Dann haben wir einen Tiefkühlschrank. Der ist genau gleich breit, den kann man oben oder unten hinsetzen. Das ist der GS30, verlinke ich euch hier. Und hier natürlich ein Video über diese Batterie. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.